Rick, hand me that wrench. Got it. Check that out over there. That doesn't look good. It's in better shape than I expected. The engine's dead. We need to replace it before we can get the trailer running again. All in good time. Gotta move in first. Yuri! A PDA. Anything interesting? Hold on a sec. I just have to break some encryption. It's no good. This will take a while. Nevek. Yuri. Oh, it's nothing. All right, try to hurry it up. There might be something about the green eye on there. Wayne? Wayne! The Harmonizer. It's a part of your life. That Harmonizer won't work without thermal energy. If it starts to run low, you'll experience searing pain shooting through your body. Left that way, it will start to affect your brain, and then... death. What? Just what the hell is going on? Explain yourself. That thermal energy supply is for emergencies only. What happened to it? I gave it to Wayne. Yuri, just who is that guy? You've been hiding something ever since we rescued him. But you better tell me. Now! If you knew, it might create a rift between you two. And it's fast becoming a canyon! How can I trust someone I don't know? Oh. Wayne. How's the PDA analysis going? Oh, it's done now. We've updated the map, so take a look. Oh, good. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lost Planet. Wie ihr oben links sehen könnt, habe ich den FPS-Zähler mal spaßhalber eingeschaltet. Kleiner als ich dachte, aber vielleicht nervt er dann nicht so schlimm. So. Mission 3. Finde die Quelle der Thermalenergiekennung tief in den Schneeebenen. Legt eine große Anzahl an Akriden, ja, typisch. Wann keine kommt jetzt mal keine Akriden. So. Ich würde sagen, wir sind bei den Motorrädern. Kann ich... Ach, das kann nur auf eine Seite oder was? Natürlich fliegt mir das Vieh da rein. Und auf geht's. Ich weiß zwar nicht wohin, aber auf geht's. The source of the signature might be the thermal plant. Do you see anything?
Siehst du irgendwas? Nö, nur ein großes Auge von einem Vieh. Ich habe schon mal in einem Trailer gesehen, aber Alter, ist das viel. So. Komm, schnell aktivieren. Ich denke mal, dass das mein Gegner sein wird. Deswegen werde ich jetzt einmal eben zurückgehen und mir mein anderes Fahrzeug holen. Für das Energiegewehr. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Fahrzeuge. So, wo ist das Riesenteil? Ey, das Spiel will mich doch ärgern. Das ist solche Viecher. Alter. Ich weiß nicht, ob es laggt oder ob es so gewollt ist, dass es so.
Sollte wieder ab. Ich glaube, das war's. Dafür habe ich jetzt Zeit verschwendet. Kommt ihr mir mit, ich habe keine Chance. Es gibt mehrere davon zu wissen. Und ich dachte halt, okay, ich kämpfe gegen die und gut ist das so, aber nein. Looks like snow pirates. Who could have done this? Evik? What's wrong? Nothing. What's Nevik? They're a group hunting down all the snow pirates. You want to avoid them at all costs. Back down. No. I'll just go in a little closer. Hey. Something's bothering me about this. You don't belong here. Do you want to end up like them? Oh,
supervision. Leave while I'm still in a good mood. Wait, watch yourself. There's something I came for. I'm not going anywhere. Then we've got a problem. Natürlich kämpfen. Mhm. Gute Idee. Leg dich mit noch mehr Leuten an. Ist immer eine schlaue Idee. Das war definitiv zu einfach. Vor allem, wenn man bedenkt, hätte ich jetzt nicht gegen den Großen gekämpft, hätte ich die Mission schon längst durchgehabt. Naja, dann machen wir mit der nächsten Mission in der nächsten Folge weiter. Bis dahin.